Leute, heute möchte ich euch das erste von insgesamt 6 exklusiven Gameplays von XDefiant vorstellen, die mir Ubisoft freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Exklusives Gameplay-Material, ich kann euch quasi die Fraktionen nochmal genauer zeigen, ein paar Waffen zeigen, die Fähigkeiten zeigen, verschiedene Spielmodi und was wir für Maps haben. Es ist natürlich nur ein kleiner Einblick, alles können wir wahrscheinlich nicht sehen. Ich kenne das gesamte Gameplay von den 6 einzelnen Gameplays noch nicht. Deswegen habe ich mich entschlossen, einfach ein Reaction-Video draus zu machen und einfach gemeinsam ein bisschen durchzusetzen. Das erste ist Herrschaft Arena-Modus, das heißt kleine Map, Herrschaft Punkt A, Punkt B, Punkt C einnehmen. Und hier stoppe ich nämlich gleich mal. Das ist der Auswahlbildschirm der einzelnen Fraktionen. Wir haben eine richtig gute Übersicht. Wir haben auf der linken Seite die Fraktionen und auf der rechten Seite sehen wir die einzelnen Fähigkeiten. So haben wir gleich einen Bombenüberblick. Das heißt, das, was vielleicht der ein oder andere von euch denkt, okay, Cleaners ist die erste Fraktion. Jetzt hat er hier 2, 4, 6, 8, 10, 10 Fähigkeiten. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Es ist wirklich, jede Fraktion hat 2 Fähigkeiten, zwischen denen wir uns so entscheiden müssen. Die ultimative Fähigkeit ist fest. Es gibt eine passive Fähigkeit und wir können uns dann noch zwischen 2 einzelnen aktiven Fähigkeiten festlegen. Ich starte jetzt einfach mal das Gameplay. Wir haben hier auf jeden Fall Cleaners als erstes und er entscheidet sich für die MK20 SSR. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was das für eine Waffengattung ist. Müssen wir mal das Gameplay abwarten. Kurz zum Cleaner, ultimative Fähigkeit, der Purifier, ein Flammenwerfer. Der Flammenwerfer ist richtig krank, wenn ich mich nicht täusche. Passive Fähigkeit, Brandmunition, verursacht zusätzlichen Brandschaden, verringert dafür jedoch die Waffenreichweite. Alter, Brandmunition, das habe ich schon wieder völlig vergessen. Dann haben wir noch 2 aktive Fähigkeiten, Feuerbombe und Verbrennungsdrohne. Feuerbombe, Molotow-Cocktail, Flächenschaden und Verbrennungsdrohne. Eine Drohne? Ich weiß nicht, ich glaube, die fliegt nicht automatisch. Oder fliegt die automatisch? Muss man die selber steuern? Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Die auf jeden Fall, ein Flammenwerfer oder sowas. Müssen wir mal sehen, vielleicht sehen wir es hier im Gameplay. Lassen wir uns mal überraschen. Okay, Einzelschusswaffe. Oh, die ist aber stark. Das scheint eine Marksman-Waffe zu sein. Keine Sniper, eine Marksman. Alter. Die haut aber richtig rein. Okay, er hat Brandmunition drin. Man sieht auch, wie die Gegner angezündet werden. Aber bei der kleinen Map ist es vollkommen egal, dass die Reichweite nicht so hoch ist. Bei einer Marksman-Waffe und so einer kleinen Map ist das, glaube ich, total egal. Alter, ist das krass. Oh, die ist echt akkurat. Schönes klares Rotpunktvisier. Wäre für mich schon mal absolutes COD-Feeling. Stark. Was mir auffällt, der Hitmarker. Der ist richtig edel. Okay. Du schießt einen Gegner an. Das Fadenkreuz ändert sich weiß. Und bei einem Kill rot mit dem Totenkopf in der Mitte und ein schöner Sound, ein schönes Feedback. Das ist, fühlt sich richtig belohnt an. Danke. Aber was mir jetzt schon auffällt, und ich hoffe, das kann man deaktivieren, das Gequatsche von dem, ich sag mal, Moderator. Der quatscht ja echt eine Menge. Das hörst du wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr, aber ich finde es beim Zugucken schon nervig, aber das kannst du mit Sicherheit ausstellen. Ich finde auch die Minimap oben links sehr klar, sehr schön. Bankgrenade, Alter, der wurde gerade echt geblendet und hat den Fight noch gewonnen halbwegs. Oh, Achtung, ultimative Fähigkeit ist am Start. Mal gucken, ob er sie einsetzt. Jo, alles klar. Alter, wie schnell killt das denn? Der rote Hitmarker kommt ja sofort. Reichweite ist auch ordentlich. Ich glaube, das ist die prädestinierteste Fraktion für diesen kleinen Modus. Weil die Arena ist echt klein. Das ist, ich würde mal sagen, ich kenne nicht alle Maps. Aber es ist eine sehr kleine Map. Ich glaube, diese Fraktion ist eine richtige belastende
Aktion. Wenn da jeder mit dem Flammenwerfer rumrennt, stark, aber. Mal gucken. Ich bin echt gespannt, welche Fraktion sich in der Preseason durchsetzt. Das scheint der Molotow-Cocktail gewesen zu sein. Ja, alles klar. Cooldown 30 Sekunden. Sehen wir unten auch. Und wir sehen ähnlich wie bei Apex bei der ultimativen Fähigkeit auch die Ladeanzeige prozentual. Sehe ich das richtig? Mit jedem Kill füllt sich die ultimative Fähigkeit nicht über Zeit, sondern nach Aktion. Jetzt muss ich mal genauer gucken. Wir sind bei 64 jetzt schon. Bestimmt 20 Sekunden. Ja, er hat einen Kill gemacht. Noch einen Kill. Pro Kill 6%. Ach, du ahnst es nicht. Wahrscheinlich noch ein paar Teamaktionen, keine Ahnung. Alter, der Flammenwerfer hat echt eine starke Reichweite. Da war die Branddrohne, ihr habt es im Hintergrund gesehen. Ich mache nochmal ein Stück zurück. Kam gerade schön in der Deathcam. Guckt euch das mal an. Also der Flammenwerfer vom Gegner, der geht über die ganze gesamte Brücke, oder? Fast. Ja. Scheiß die Wand an. Und jetzt kommt die Drohne. Passt auf, im Hintergrund. Ah, ich habe schon wieder verpasst. Ich Trottel. Bin ich blind? Jetzt kommt die Drohne. Da ist er. Die lenkt wahrscheinlich alleine. Oh, stopp. Hier nochmal ein kleines Merkmal. Er wechselt die Klasse auf DedSec, wenn ich es richtig gesehen habe. DedSec, Achtung, kann ich auch noch ein paar. Da ist schon DedSec. Ich habe nämlich was vorbereitet. Wechselt er wirklich? Ja, okay. DedSec, Fähigkeiten wären ultimative Fähigkeit Sperre, deaktiviere HUD, Minikarte und Fähigkeiten von Gegnern im betroffenen Bereich. Okay. Also ist ein Störer. Passiv aktiv wäre Fabrikator nach einem. Ach so, wenn du eine Granate einsetzt, wird eine reproduziert. Oder irgendein Gerät, je nachdem, was du alles halt als Consumable einsetzen kannst. Jetzt sehen wir es wahrscheinlich gleich. Printing, hier steht's unten. Printing, er druckt quasi jetzt eine neue Granate. Ist natürlich jetzt wieder auf Null gesetzt, weil tot. Das ist ja crazy. Das könnte echt effektiv sein, je nachdem, was du für Granaten hast. So, wir haben noch aktive Fähigkeiten Spinnenbot. Das ist die Spinne, die sich das nächstgelegene Ziel sucht. Muss man nicht viel zu sagen. Und übernehmen wir die zweite Fähigkeit. Hacke die eingesetzten Fähigkeiten von Gegnern und mache sie dir zu eigen. Du kannst quasi die gegnerischen Fähigkeiten für dich nutzen. Das klingt auch krass. Ist die Frage, ob du alle Fähigkeiten hacken kannst, auch die ultimativen. Müssen wir mal abwarten. Sieht echt mega spaßig aus, muss ich mal sagen. Vielleicht ein bisschen bunt, falls ich das nicht schon, also ich möchte jetzt nicht sagen, bemängelt habe. Sieht stark aus. Die Waffe scheint echt gut zu sein. Ich merke mir jetzt schon mal die MK20 SSR. Oh, die ist echt geil. Also ich spiele ja eigentlich in COD-Spielen meist vollautomatische Waffen. Sturmgewehre. Aber die ist. Ja, man merkt, da ist wahrscheinlich dann durch die Brandmunition die Distanz schon fast erreicht, wo es eben nicht mehr so reinknallt. Ah, der bin gerade durch die Wand einfach so wegge. Okay. Ja, ich meine, klar, es ist ja keine Stahlwand scheinbar. Aber mal ganz easy durch die Wand weggehauen. Okay. Ah, der hat nicht gesessen. Okay, hier vor uns war ein Teamkamerad, der Heilfähigkeiten hat. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Wenn wir im nächsten Video irgendwann zu dieser Klasse kommen, beleuchten wir das nochmal genauer.
Alter. Also jetzt mal ohne Mist, das war sehr, sehr, sehr amüsant, das Gameplay, muss ich sagen. Hat mir extrem gefallen. Hat mir absolut gefallen. Moment, ich mache ja noch mal, dass ich einen halbwegs vernünftigen Hintergrund sehe. Das hat ja super funktioniert. Stopp. Ja, ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Habt ihr Bock auf weitere Exklusiv-Gameplays? 5 an der Zahl kann ich noch aufnehmen. Ich werde sie so oder so hochladen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu sagen habt. Es ist eine geile Alternative zu sämtlichen gescheiterten CODs in den letzten Jahren. Es muss sich natürlich erstmal zeigen, ob das wirklich alles so stabil ist, wie es die Beta sich vielleicht oder wie die Beta sich angefühlt hat. Wie gesagt, ich konnte sie nur kurz spielen. Ja. Schauen wir mal. Ich bin gespannt und vor allen Dingen hoffe ich, dass die Fähigkeiten vielleicht über kurz oder lang nicht zu sehr im Mittelpunkt stehen im Spiel, dass die vielleicht ein bisschen zu belastend werden. Müssen wir mal sehen. Eure Kommentare, ich bin auf jeden Fall gespannt. Weiterer XDefiant Content ist auf jeden Fall in der Mache. Abonniert für weiteren Stuff. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.